Hallo, schöne Freunde, willkommen zum allerersten Video des Adventskalenders und auch gleichzeitig zum ersten Video der Adventsvideos. Ja, wir haben heute den ersten Advent, wie ihr schon sehen könnt. Bei mir ist es zwar nicht der erste Advent, aber na gut. Erstmal tut es mir leid wegen dem Licht, ich wusste jetzt gerade nicht, wie ich das hier machen soll. Ihr seht hier, ja gut, das habt ihr schon in den Channel News gesehen. Bei mir ist es jetzt das erste Mal, dass ich sowas hier aufnehme. Ich nehme das jetzt gerade eine Woche vorher auf, am 24. November, ja. Ihr seht, wie ich das hier alles so schön eingerichtet habe, für die, die Channel News nicht gesehen haben. Dieser Weihnachtsbaum, den kennt ihr ja noch. Also das ist der gleiche, den wir letztes Jahr hatten. Allerdings sind da die Lichter kaputt. Die Lichter gehen einfach nicht mehr. Alle sind kaputt. Deshalb habe ich jetzt einfach nur so hier hingestellt, habe hier, das sind tatsächlich zwei Lichterketten hier am Dings hier, und was er noch alles sieht, ja. Ich musste dafür den kompletten Schrank hier ausräumen, dann die Lichter dran machen, ihn hier einräumen. Das hat eine Stunde gedauert. So, aber jetzt erstmal, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und nur wegen der Verlosung hier drauf geklickt habt, dann möchte ich euch jetzt erstmal erklären, was überhaupt die Adventsvideos sind, bevor es losgeht mit der Aufklärung, was der Adventskalender ist. Okay, ich glaube, jeder von euch weiß, was ein Adventskalender ist, aber die Adventskalender-Videos, Mensch. Ich gucke die ganze Zeit da vorne ins Licht, ich kann hier schon nichts mehr lesen, ne? Also, was werden wir in jedem Adventsvideo machen? Wir werden uns zuerst mal, ich habe hier wieder dieses wunderschöne Heft hier, das hatten wir letztes Mal auch. Ich glaube, die ersten zwei Folgen hatten wir das, also am ersten und am zweiten Advent. Ich muss ein bisschen hier, damit meine Schranken ein bisschen besser sind. Wir werden immer pro Video drei Fragen von Wer wird Millionär beantworten. Ja, und gucken mal, ob wir die richtig haben. Wenn wir alle drei richtig haben, dann verlosen wir etwas. Wenn wir eine falsch haben, wird nichts verlost. Ja? Nee, so machen wir das nicht. Wir gucken einfach mal. Dann, danach, das habe ich letztes Mal auch schon gesagt, beispielsweise. Das erste Video, das hieß ja Krankenwagen trotz Notruf zum Einkaufen gefahren. Das zweite Video hieß die zitternden Füße der Zwerge. Und bei 3 und 4, da steht es irgendwie gar nicht hier dabei. Ich habe das hier gerade auf meinem Bildschirm. Da habe ich jetzt einfach mal als Weihnachtsgeschichte gezählt. Denn letztes Jahr war es so, dass ich immer eine Geschichte erzählt habe, die mir an Weihnachten oder kurz vor Weihnachten oder halt in der Weihnachtszeit, in der Adventszeit passiert ist. Beispielsweise, dass der Krankenwagen trotz Notruf zum Einkaufen gefahren ist. Ja, oder halt auch die zitternden Füße der Zwerge. Das kam aus diesem Buch hier. Dieses Buch, das heißt, warte, wie heißt das? Französisch-Sagan, genau, ein gewisses Lächeln. Das kennen einige von euch eventuell. Dieses Buch ist bekannt, dass da sehr seltsame Dinge drin stehen und vielleicht steht da auch irgendwas über Weihnachten drin. Deshalb lesen wir da mal ein klein bisschen was vor. Ich bin mir sicher, es wird wieder was Witziges. Nee, jetzt nicht. Und dann zum Schluss haben wir noch eine kleine Challenge. Ach, ich wollte gerade sagen, ja. Übrigens muss ich sagen, die Adventsvideos werden sehr wahrscheinlich nicht geschnitten. Letztes Jahr habe ich die geschnitten, dieses Jahr werde ich die wohl nicht schneiden, weil ihr kennt das bei meinem Schnittprogramm, dass da irgendwie mal immer wieder die Qualität flöten geht, egal wie hoch ich die Qualität stelle oder was, das wird immer runtergehen, ich weiß ja auch nicht. Deshalb, ja, ihr kennt sicherlich noch aus dem letzten Jahr die Blue Queen Wet Challenge. Das ist eine Challenge gewesen, das waren zwei Videos, ja, eigentlich sollte es da auch noch ein zweiter Teil geben, weil diese zwei Videos, das war der erste Teil. Eigentlich sollte es an Silvester 2018 noch einen zweiten Teil geben. Diesen zweiten Teil habe ich gedreht, allerdings nie veröffentlicht. Ich glaube, ich habe den sogar wirklich zweimal gedreht. Da werden wir nämlich, das werden wir als Challenge machen, das sind ja diese Blätter, wo irgendwas draufsteht. Da werden wir aus dem ersten Teil, als auch aus dem zweiten Teil, ein Platz ziehen und dann werden wir die Challenge machen müssen. Es sei denn, wir können sie nicht machen, dann müssen wir uns andere ausdunken. Ja. Und natürlich dann noch zum Ende die Verlosung. Allerdings wird es nicht so sein wie letztes Jahr, dass ich in jedem Video was verlosen werde und auch nicht so wie am dritten Advent letztes Jahr, dass ich einfach mal, ich glaube, 15 Nintendo eShop habe ich die, da hier hängt sogar eine,
15 von diesen Nintendo eShop Cards. Da fällt mir gerade was ein, da fehlt noch was. Dass ich nicht 15 von denen verlosen werde, nee, weil da gibt es ein bisschen Probleme. Deshalb, wo ist das? Seht ihr das überhaupt? Ja, ihr seht es ein bisschen, ne? Also, deshalb werden wir nur zweimal was verlosen. Und zwar im nächsten Video und dann, also am zweiten Advent und am vierten Advent. Heute und am dritten Advent wird nichts verlost, aber eins, was ich schon sagen kann, was verlost wird, das seht ihr sogar hier schon. Das Ganze wird verlost. Nee, okay. Wir werden hier, weil ich ein bisschen sparen muss, werde ich hier so eine Weihnachtskugel verlosen. Ja, nee, okay. Hier ist das Exemplar. Das hier werden wir noch verlosen. Das ist ein unbekanntes PS4-Spiel. Ich hoffe, da hat man jetzt nicht gesehen, was es ist. Ihr dürft ja gerne mal raten, was es ist, ja? Der Gewinner bekommt es dann. Nee, ich glaube, das wird niemand erraten. Ja, obwohl es ist ein sehr bekanntes Spiel, ich glaube, auch einige von euch würden sich das wirklich wünschen. Es ist auch, ich werde es nicht enthüllen, ja? Es bleibt noch geheim. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir es verlosen werden. So, dann würde ich einfach mal sagen, fangen wir mal mit dem ersten Thema an. Ich fühle mich hier gerade wie bei den Channel News, nur irgendwie ein bisschen dunkler hier. Und zwar fangen wir erstmal an, was der Adventskalender überhaupt ist. So wie das Video hier auch heißt, das erwartet euch im Adventskalender. Und außerdem stimmt auch die Reihenfolge gar nicht mehr. Ich habe hier was aufgestellt, das kann niemand von euch lesen. Und zwar hier stehen nämlich alle Videos drauf, die im Adventskalender hier drankommen. Ich kann schon mal aufklären, weil das ist nämlich einigermaßen organisiert hier sogar, ja, dass jeden Tag in der Woche immer das gleiche kommt. Also wenn montags beispielsweise ein Gaming-Video kommt, kommt dann die nächste Woche montags auch ein Gaming-Video. Ja, aber wir gucken jetzt mal, was hier alles so kommt. Also, ich kann schon mal sagen, sonntags kommen auf jeden Fall immer die Advents-Videos. Ja, also erster Advent, zweiter Advent, dritter Advent, vierter Advent, bis zum 22. halt, ne? Immer sonntags. Genau. Dann montags kommt tatsächlich auch immer die Channel News, das heißt, ich stehe tatsächlich 2 Tage hintereinander einfach nur in den Videos hier. Montag, Zwutter, also morgen kommen die Channel News, leider nicht um 16 Uhr. Ja, nochmal zur Info. Jedes Adventskalendervideo, Mensch, kommt um 16 Uhr. Es kann immer aber sein, dass eins um 15 Uhr kommt. Die Channel News, die kommen wie gewohnt immer irgendwann abends, also keine Ahnung, 7 Uhr oder sowas oder 8 Uhr, halb 8, irgendwie sowas. So, dienstags kommt immer ein Real-Life-Video. Also beispielsweise, ja, das ist ein Real-Life-Video. Ich habe hier leider jetzt das gar nicht. Das ist ein Real-Life-Video. Hier, das ist sogar ein Tutorial. Und am letzten Dienstag, am 24. Dezember, da kommt was ganz Besonderes, ja, wirklich was, womit keiner gerechnet hat. Es ist schon ein paar Wochen her, da hatten wir das Thema erst. Es ist erst ein paar Wochen her, da hatten wir das Thema erst. Und am 24. kommt die große Auflösung, beziehungsweise da kommt halt das, was ihr erwartet, ne? Dann mittwochs kommt immer ein Moment mal. Genau, hier ist zwar irgendwas falsch geraten, aber na gut. Mittwochs kommt ein Gaming-Video, allerdings kommt diesen Mittwoch erstmal ein anderes Gaming-Video. Es ist noch ein Gaming-Video, aber es geht eigentlich schon in ein Format, also das Sonntagsformat. Ja, wie beispielsweise, wie schmeckt's? Meine Mutter spielt zum ersten Mal, meine Mutter spielt erneut die Top-Videos, ihr wisst es. Dann, donnerstags, da kommt ein Best-of. Ja, es gibt zwei Best-ofs. Von zwei kleinen Titeln und dann allerdings noch am Donnerstag, den 19., also am dritten Donnerstag, da kommt ein Video, das ist eigentlich auch ein Real-Life-Video tatsächlich. Ja, und das könnte wahrscheinlich einige von euch auch interessieren, auch wenn es dieses Jahr tatsächlich noch zweimal kommt.
Dann, was kann ich da noch sagen? Wo waren wir? Genau, hier, am Freitag. Freitags kommt immer ein Livestream. Ich habe es ja schon lange angekündigt. Wir werden One-Stream-Wonder starten. Ja, und zwar jeden Freitag einen. Das Ganze hängt mit einem Spiel zusammen. Das sind verschiedene Kapitel, sage ich einfach mal. Ja. Einmal werden wir allerdings zwei Kapitel auf einmal spielen, weil die ein bisschen kürzer sind. Ihr dürft ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, welches Spiel das ist. So, dann samstags kommt das Sonntagsformat eigentlich, also beispielsweise kommt dann wie schmeckt's, oder an anderen Tag mal meine Mutter spielt zum ersten Mal, meine Mutter spielt erneut, sowas halt, ne? So, und dann sind wir eigentlich schon durch. Gibt's noch irgendein besonderes Video, was ich noch nicht erwähnt habe? Ja, einmal kommt montags noch ein One Stream Wonder von einem Kapitel. Da wir ansonsten keine Zeit mehr haben. Ja, es ist am 23. Das ist auch eigentlich schon alles. Mehr möchte ich noch nicht verraten. Ich habe jetzt eigentlich schon. Eigentlich habe ich nur die Gaming-Videos und diese Real-Life-Videos noch nicht gespoilert. Aber dann. So, ich würde sagen, jetzt habe ich erstmal erklärt, was euch in dem kompletten Adventskalender erwartet. Jetzt würden wir einfach mal die Wer wird Millionär-Fragen machen. Ja? Ich vermisse es so ein bisschen, dass ich mich hinsetzen kann. Was hat mein Hut? Einem bekannten Kinderlied zufolge. Fünf Freistöße, vier Einwürfe, drei Ecken oder zwei Elfmeter. Was ist das schon wieder? Ich kapiere das nicht. Drei Ecken, ich habe hier gar keinen Plan. So, das ist 1C, hier unten steht. Das war sogar richtig. Okay. Es ist drei Ecken. Jetzt suche ich mir irgendwas aus der Mitte raus. Hier Frage Nummer 8. Von welchem laut deutschem Tiefkühlinstitut nur tiefgefroren erhältlichen Produkten ist der Deutsche im Schnitt 27 Stück pro Jahr? Fischstäbchen, Salamipizzen, Pommes Fritz oder Fertigtorten? Ich würde einfach mal sagen, na, Salamipizzen ist ein bisschen wenig, oder? Fischstäbchen? Nee, definitiv nicht. Pommes Fritz denke ich auch nicht. Ich würde sagen Fertigtorten. Ich habe tatsächlich auch eine Fertigtorte im Moment hier, einen Käsekuchen. Ihr kennt den alle, den Käsekuchen mit Thunfisch. Wer kennt ihn nicht? Wer kennt es nicht, wenn der Kühlschrank umfällt? Ich würde einfach mal sagen, 27 Stück pro Jahr, Fertigtorten, also 8D. Wir haben 8A. Fischstäbchen, 27 Fischstäbchen. Also ich esse da definitiv mehr, oder? Ja, gut, ich zähle das nicht, aber ich würde wirklich sagen, Fertigtorten. Was sagt ihr dazu? Welcher Arzt, dessen Namen man vom Flaschenetiketten kennt, leitete im 19. Jahrhundert den Kürbistrieb? Was für Kürbistrieb? Den Kurbetrieb, mein Französisch. Den Kürbistrieb. Moment, was nochmal? Welcher Arzt man von Flaschenetiketten kennt? Ach so. 19. Jahrhundert, rund um französische Quelle. Ich würde einfach mal sagen, Henry Ivian, wenn der Name richtig ausgesprochen ist, hier steht, ich kann den Namen nicht mal richtig aussprechen hier. Louis Perrier, Jacques Wolf. Wolwig, oder? Moment mal. Ja, klar. Also, noch einfacher geht's auch nicht mehr. Wer kennt denn nicht die Wolwig-Flaschen? Ich dachte jetzt. Moment, hier stand da irgendwas. Da steht nur Flasche-Etikett. Ich dachte gerade an diese Namen, die immer auf der Coca-Cola-Flasche standen früher. Wisst ihr noch? Da stand auch immer irgendwelche Namen drauf. Ich dachte jetzt sowas. Ja, das ist natürlich hier Jacques Wolwig. Also 15b, es ist 15a. So, das reicht doch schon. Tschüssi. Dann würde ich einfach mal sagen, kommt jetzt die kleine Geschichte, danach geht's weiter mit der Challenge. Ich habe hier dieses wunderschöne Franzose, genau. Wir hatten ja gerade schon was vom französischen Kurbetreiber hier. Hier haben wir jetzt den französischen Sagan. Wir schlagen mal eine Seite hier auf. So. Mal gucken, was hier wieder Witziges drin steht. Irgendwann anbieten, du würdest es nicht ablehnen. Du wirst es nicht einmal erstaunend darstellen.
Das war nicht ein beliebiger. Das war mein Onkel. Das erinnert mich an so ein Video von mir. Na, bist du mein Onkel? Nein, ich suche meinen Onkel. Sag mal, sagt er heuchelnd. Jedenfalls hätte ich diesen Onkel nicht über meinen Mantel bezahlen sollen. Er ist funktionstüchtig teuer. Genau das meine ich. Was steht denn hier für? Ich finde, du hättest darauf verzichten können. Seit 2 Stunden hatte ich mich in diesen Mantel gewöhnt, der mir wunderbar stand. Der letzte Satz schockierte mich ein wenig, gab eine Art von Logik, der Bestand völlig entging. Ich sagte ihm das. Ich sagte ihm das und wir zankten uns. Schließlich nahm er mich ohne Abendessen zu sich nach Hause, wie zur Strafe. Eine Strafe, eine Strafe. Ey, was ist denn das? Für ihn, das wusste das Intensive, das einzig klüge Augenbild des rührenden Angstmacher. Umarmung lieber Ungeduld suchte leises Murren Bertram und jenes quälende Glück dieses sich vergessenden Körpers angeblich geschenkt. Welche Ironie, wenn die Überlegung der Gefühle das Wesentliche trotz allem nicht anders nennen kann als das. Das reicht ja schon wieder für heute. Meine Gehirnzellen sind gerade in das Buch gewandert. Und das Buch, das liegt jetzt hier auf dem Sofa. Da würde ich mich auch gerne hinsetzen, kann ich aber nicht, weil sonst sieht es so aus. Ich weiß nicht, ob die geordnet sind. Ich habe das schon lange Zeit nicht mehr gesehen. Ich nehme jetzt hier einfach irgendwie. Ihr seht, ich gucke auf die komplette Richtung. Ich ziehe das da raus. Male blind ein Bild eines Marmorkuchens. Was soll denn das jetzt? Sehr gut. Malen wir jetzt blind ein Bild eines Marmorkuchens. So, Freunde, ich habe jetzt hier gerade angehört. Oh Gott. Ja, ihr seht mich hier. Ich würde einfach sagen, ich halte mir die Augen zu, ja. Ist mir jetzt egal, ob ihr das glaubt oder nicht. So, ihr seht es eventuell auch nicht. Ich werde jetzt hier einen Marmorkuchen malen. Ich habe jetzt hier, wo ist denn mein Blatt? Hier. So, damit ihr überhaupt sehen könnt, werde ich hier jetzt zeichnen. Wie malt man einen Marmorkuchen? Mann, das Blatt, das. Okay, ich mache jetzt einfach nur die Augen zu. Ja, ihr müsst mir das glauben. Ich meine, hier ist sowieso jetzt das Licht vorn dran. So. Wie macht man Marmorkuchen? Vielleicht hätte ich das schon die ganze Zeit so machen müssen. Okay, ich gucke. 3, 2, 1. Was ist das? Aber guck mal, das sieht halbwegs noch gut aus, oder? Warte, so ist es richtig rum bei euch. Das sieht noch halbwegs, sieht das gut aus, oder? Ey, was haltet ihr davon? Das sieht halt, okay, man sieht sogar wirklich da oben, oder? Man sieht sogar wirklich, dass ich blind gemalt habe. Guck mal, aber das sieht wirklich aus wie so ein Marmorkuchen. Hier oben, diese Riffel hier, seht ihr? Und ja, hier unten, das hier sieht halt besser aus als das da, aber na gut. Das sieht wirklich gar nicht mal so schlecht aus, aber ich würde sagen, wir haben die Challenge. Jetzt muss ich das andersrum hier machen. So, und dann würde ich sagen, da wir diese Challenge jetzt gemeistert haben, gibt es nichts zu verlosen. Nee, aber das war's von dem ersten Adventsvideo 2019. Ich würde 2020 sagen. So, ich bin jetzt in der Rohdatei bei 22 Minuten. Ich hoffe, dieses Video geht gerade mal 10 Minuten oder sowas. Das glaube ich allerdings nicht. Ja, das war's allerdings von dem ersten Video des Adventskalenders und auch von ersten Advent. Ich hoffe, nee, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, einen schönen ersten Advent. Und ja, wir sehen uns dann morgen bei den Chill News wieder. Seid gespannt auf die nächste Folge des Adventskalenders. Bis zum nächsten Mal, bis zu einer 3 und ciao.